Hallöchen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Beleuchtung extrem schlecht ist. Aber ich wollte euch mal wieder ein kleines Update geben. Ich war, bin. Fiedralala. Da waren gerade Menschen. Und sind immer noch. Ja, ich wollte euch ein kurzes Video drehen. Ich bin nämlich gerade auf dem Weg wieder zur neuen Wohnung. Hier sieht man vielleicht noch unschwer, was sich heute in meinem Auto befindet. Nur Gerümpel. Also hauptsächlich Blumen, Kästen und Schminkekrams. Was ich alleine aus meinem Badezimmer rausholen werde und rausgeholt habe an Kosmetikartikeln. Ich habe wirklich auch ausgemistet, aber es ist unheimlich viel. Und da wird einmal wieder bewusst, was man alles für Krempel oben hat. Ich habe in meiner jetzigen Wohnung wirklich nur noch das nötigste Schminkzeug. Ein, zwei, drei Shampoos, eine Spülung, eine Creme und ein Duschgel. Ich fühle mich jetzt nicht schlecht dabei, aber irgendwie, wenn man bedenkt, wie viele Kisten und Körbchen ich jetzt mittlerweile gefüllt habe. Ich habe fünf sogar, ich glaube vier oder fünf wirklich Körbchen mit Pflege- und Kosmetikartikeln, also so Duschgel und Shampoo und den ganzen Krempel. Ich kann euch das vielleicht nachher nochmal zeigen, wenn ich es nicht vergesse. Ja, ich fahre jetzt erstmal los, um den ganzen Krempel auszuräumen und dann gehen wir vielleicht nochmal kurz durch die Wohnung und ein kurzes Update, wie es momentan aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß. So, einmal ganz fix durch die Wohnung gehen. So sieht es hier momentan aus. Also mittlerweile hängt die Duschwannenvorrichtung hier für den Mensch, Badevorhang. So, dann haben wir jetzt endlich schon mal Spiegel und was zum Hinstellen und unseren kleinen Schrank aufgebaut. Hier drüben ist immer noch Chaos, wie ihr seht. Das hat mein Freund gebastelt. Ohne Scheiß hat er selber gemacht mit Glitzerstraßsteinchen. Dann sehen wir hier nochmal den sämtlichen Krempel, der hier gerade rumsteht. Die Wand ist auch fertig gestrichen. Die ist ja jetzt, wie gesagt, in so Grau und Mint. Bild habe ich schon aufgehängt. Hauptsache die Deko stimmt. So, dann ist unser Durchbruch ist auch durch. Da ist jetzt endlich eine Tür drin. Dann, ja, hier ist natürlich immer noch absolutes Chaos und super Stress alles. Die Küche hat mein Schatz mittlerweile in Rot gestrichen. Dann sind wir gerade dabei, hier diese Folie auf die Türen der einzelnen Schränke zu kleben. Dann haben wir hier oben mittlerweile ein schönes Regal mit Beleuchtung. Und so soll das Ganze dann irgendwann mal aussehen, wenn es fertig abgeklebt ist. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil mein Akku ist nämlich schon ziemlich leer. Hier unten ist natürlich wieder Gerümpel, hier ist ja wieder der Flur. Dann das Zimmer von meinem Schatz wird gerade tapeziert. Das war das sogenannte Puffzimmer. Da kommt erstmal nur stinknormale weiße Tapete dran. Hässliche Lampe ist auch noch da. So, Ladies and Gentlemen, gehen wir weiter ins Schlafzimmer. Da habt ihr ja schon gesehen, haben wir jetzt die Malmkommoden aufgebaut und die kleinen Lampen aufgestellt. Und, oh, guck mal, die Umrandung meiner Lampe steht, hängt. Ja, das ist wie gesagt, das Schlafzimmer ist jetzt noch nicht wirklich spektakulär eingerichtet, ist ja auch noch nichts. So, hier ist mein absolutes Chaoszimmer. Das ist ja später mein Schmink- und Ankleidezimmer. Wie ihr seht, ist hier das ganze Malerzeug, die Tapeten, die immer noch hässliche Pferdchentapete. Auf der anderen Seite ist natürlich auch noch Gerümpel, noch und nöcher Klamotten. Und dann kommen wir noch mal ganz fix zum Wohnzimmer und dann sind wir eigentlich auch schon durch. Das ist hier hinten, hier habe ich noch gar kein Licht angemacht. Tada! Schatzis Weihnachtsgeschenk von mir an ihn. Kann man jetzt nicht wirklich gut erkennen. Ja, durch das Licht sieht jetzt die Tapete ein bisschen fleckig aus.
Also hier ist auch noch nicht viel, da habe ich jetzt schon mal ein paar Kissen vom Sofa hingeschmissen. Die hässliche Kaffeetapete hängt auch immer noch. Und die Tür ist jetzt endlich drin. Ja, das war's. Wenn wir jetzt hier durchgehen, sind wir wieder auf dem Flur. Und das war erstmal die Wohnungstour, jetzt mittlerweile am 14.12. Na, Quatsch, nee, wie viel haben wir heute? 12.1., glaube ich, ne? 13., 14. Auf jeden Fall am Wochenende. Bis dann, tschüss!